So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute weiß man noch gar nicht direkt, wo man beginnen soll, denn die Märkte blinken überall rot. Was gestern noch wirklich vielversprechend aussah, dass die Marke eben hält, nur kurzfristig eben unterboten wird. Die Marke, die hier Tageschart, die wurde hier zweimal kurz unterboten, gestern zurückerobert, dass das so eine Art Fehlausbruch ist. Doch jetzt mit dem asiatischen Handel, da hat jetzt der Nikkei ja zwischenzeitlich fast 1000 Punkte verloren, 900 Punkte sehe ich jedenfalls im Future-Handel. Eröffnete der DAX heute mit einem erneuten Gap Down und hat auch kurzzeitig die 9330 Marke unterschritten. Aktuell stehen wir jetzt wieder darüber. Also dieses Chart, der Chart hier, der lief seit gut einer Woche mit und war eben hier ausgemacht, dass er hier an der Gap-Kante bei 9.950 bis 9.550 drehen sollte. Was er dann und gestern, was eben kurz angesprochen, eben auch kurz tat. So, was ist jetzt eben zu beachten? Die US-Futures li liegen natürlich extrem auch im Minus. Da schauen wir nachher kurz auf den Nasdaq. Wenn ich jetzt hier den Wochenchart gleich reinhole, sieht man eben noch eine Besonderheit. Ich nehme jetzt hier einfach mal auch nur, wo kein anderer. Das ist eigentlich nur der Wolkenchart. Und nehme ich da den EMA 200 mit. Ich habe ja auch im DAX und auch im MDAX diese Woche Setups vorgestellt, wo die Einzelaktien direkt auf diese Unterstützung aufliegen. Hier gab es jetzt direkt beim DAX nicht unbedingt exakte Auflagepunkte. Bei den anderen Werten gab es es. Und hier ist eben wirklich noch die Hoffnung, dass es eben jetzt diesmal einen exakten Abprall an diesen wichtigen EMA 200 im Wochenchart jetzt eben gibt. Und wenn man das jetzt hier nochmal vergrößert, nochmal vergrößert, nochmal vergrößert, ja, ist er mehr oder weniger punktgenau angelaufen. So, das ist der Hoffnungsschimmer, den man im DAX haben darf oder beziehungsweise auch das Setup ist auch für die Einzelaktien ja natürlich da ausgelegt gewesen, was ich da vorgestellt habe. Würde jetzt diese Unterstützung nicht halten, habe ich hier noch Intraday noch für 9.262 noch eine Fibonacci-Marke. Jetzt eben diese Woche eben ausgemacht. Das ist jetzt ein neuerer Chart. Fällt die auch, dann würde es mehr oder weniger in meinen Augen direkt auf 9.000 Punkte runtergehen. So, aber wie gesagt, die Hoffnung und die Setups sind daraus aufgelegt, dass die Marke hält und dass es wirklich definitiv nicht weiter runter geht. Aber gut, ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Schauen wir eben die Setups an. Also, ich wollte ja noch kurz zu dem Nasdaq 100 was sagen. Hier stehen wir jetzt ja, vorbörslich. Stehen wir unter dem Tief und eben auch unter diesem letzten Tief waren wir jetzt vorbörslich, sind wir angekommen. Ich kann ja mal kurz auf die Indikation schalten. Aber da sieht man natürlich dann die Gaps nicht, wenn er es jetzt hier mir laden will. Ja, sind wir unter dem Tief angekommen und stehen aktuell an dem Monatswiderstand oder Monatsunterstützung beziehungsweise auch noch an einem Fibonacci Retracement. Also hier mit dem heutigen Tag, was ich auch gestern in Videos gezeigt habe, weil halt eine Microsoft, eine Amazon und die Alphabet-Aktie eben auch noch offene Gaps haben, kann man eben auch noch sozusagen darauf eben auch hoffen. Ja, es ist mehr als eine Hoffnung in meinen Augen noch, dass eben da der Markt dreht. Also dass jetzt hier nicht wirklich
noch deutliche Abgaben folgen. Wir haben jetzt eben Mitte der Woche, also Mittwoch, und deswegen hat der Markt eben die Chance auch, dass diese Kerze ja noch auf jeden Fall bullischer wird, als sie jetzt ist. Bei den einzelnen Setups kommen wir erstmal auf die MDAX-Werte. Hier schaue ich eben zurück auch, das ist der Wochenchart. Klar, hier gab es eben im Wochenverlauf tiefere Tiefs, auf Wochensicht hat es dann eben auch gehalten. Und hier liegt eben aktuell der Kurs eben auch außerhalb oder unterhalb der SEMA 200 und kann natürlich bis Ende der Woche hier Entschuldigung, ein kleines Reversal hinlegen. Bei Brenntag sieht es hier ähnlich aus. Gab es im Wochenverlauf auch hier mal eine Unterschreitung, so wie jetzt aktuell auch. Die Dürreaktie steht noch leicht darüber, aber hier lief der eben auch nicht ganz hin. Der drehte eben auch ein Stück weit oberhalb. Deswegen ist hier eigentlich das Setup eben auch noch absolut vergleichbar wie bei den anderen. Bei den DAX-Werten, der Continental, da liegt er hier, sieht man in dem Rainbow, Unterkante konnte er jedes Mal drehen und hier ist es auch absolut in den Toleranzen, beziehungsweise liegt er, wie man eben auch sieht, exakt hier drauf. Bei Daimler, da wurde es eben jetzt unterschritten, kann aber auch im Wochenverlauf jetzt zurückerobert werden. Die letzte Aktie war hier eben eine Bayer AG. Da gab es hier immer wieder Aufsätze an diese Linie hin. Und auch hier gibt es auch noch eine horizontale Unterstützung knapp unter der 100-Euro-Marke. Noch Heidelberg Zement, ja, liegt auch hier deutlich sowieso darüber, aber hier war eben eine andere Unterstützung noch eingezeichnet oder gedacht, dass die hält, und da liegen wir auch noch aktuell drüber. Und bei Amazon, das sollte jetzt heute hier endlich dann wirklich das komplette Gap geschlossen werden. Ja, und im Extremfall noch auf 550 US-Dollar zurückfallen oder knapp darunter. Noch ein Big Player hat für mich auch hier Chancen. Hier ist sowieso der EMA 100 noch ein Stück weit weg. Und wenn man jetzt hier diese Charakteristik sieht, gab es auch eine größere Abwärtsbewegung, drehte dann eben hier am EMA 200 nach oben. Also von der Seite aus kann man eben die Hoffnung haben, dass eben die Marke hält. Schauen wir mal kurz zurück im Minutenchart, wo der DAX steht. Ja, 9380. Wir sind hier um 15 Minuten. Ja, sieht erstmal hier nach einer kleinen Umkehr aus. Was dann Amerika macht, wenn die um ab ca. 14 Uhr, 14.30 Uhr vermehrt handeln, muss man sehen, ob sich der DAX jetzt hier leicht nach oben bewegt hat. Wenigstens wieder bis zur, ja, 9500er Marke. Danke fürs Zuhören und bis später.